Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zum letzten Video vor der Urlaubspause. Yeah, Survival Training. Guckt euch das an hier. Guckt euch das an. 15 Kilo. 15 Kilo auf dem Rücken. Oh, ich bin ins Outback. Hart hier. Dschungelcamp. Nein. Ich fahre nach Dänemark an die Nordseeküste. Und da campe ich ein bisschen. Und da meine Frau das Auto braucht und noch arbeiten muss, werde ich hier mit Rucksack nach Dänemark hochfahren mit dem Zug. Und ich vermisse schon meinen Rasen. Ich vermisse schon meine Rasenfläche da. Ah, schön. Yeah. So. Ah. Ja, noch mein letzter Shot hier auf die Rasenfläche. Und dann geht's los. Wir werden jetzt eine Pause machen. Wir werden jetzt eine Sommerpause machen. Bis irgendwann Ende August. Mal schauen, gibt es keine Videos, gibt es auch keine Antworten auf Instagram und gibt es keine E-Mail-Antworten. Wir machen jetzt mal einen Break. Wir wollen mal raus. Und die entscheidende Frage ist natürlich, was macht man denn mit seiner Rasenfläche, wenn man in den Urlaub fährt? Und das gibt es heute im Video. Kurzes Video nochmal zum Schluss für euch. Bleibt dran, ich freue mich. Bis gleich. Oh, 15 Kilo. Schwachsinn, ey. Oh, nimm mir keinen Koffer. Oh, was uncool ist. Weil das uncool ist. Oh, so. So, Rasenfreaks. Schon durchgeschwitzt. 5 Minuten. Schon völlig durchgeschwitzt. Ja, was macht ihr eigentlich mit eurer Rasenfläche, wenn ihr in Urlaub fahrt? 2-3 Wochen, das ist ja schon richtig brutal. Für die Rasenfläche. Ich habe immer sehr oft Nachbarn oder ja meine Kinder engagiert, hier ab und zu mal zu mähen. Das ist dieses Jahr wieder ziemlich schwierig. Von daher ist das immer so eine Sache. Ich habe auch den Rasen schon oft rauswachsen lassen. Das ist natürlich brutal. Dann ist er so 10, 15 Zentimeter rausgewachsen. Dann fängt man quasi wieder von vorne an. Wir hatten mal einen Gärtner engagiert, richtig, richtig teuer. Der wollte 70 Euro pro Mal, ja, glaube 70 Euro für einmal mähen haben. Na klar, ist auch eine gute Stunde, eineinhalb Stunden dabei. Also 70 Euro fürs Mähen, das geht natürlich auch nicht. Mähroboter wäre eine Alternative. Man installiert hier für die Urlaubszeit einen Mähroboter. Das ist keine schlechte Lösung eigentlich. Kostet bloß auch ein paar Euro. So ein Mähroboter, den ich eigentlich überhaupt nicht haben will. Aber das wäre natürlich ein guter Kompromiss, hier zumindest die kurzgeschnittene Fläche hier mit dem Mähroboter zu mähen. Das Grün geht natürlich dann wieder nicht und die Semi-Raff-Flächen funktionieren dann auch nicht. Ja, das mache ich jetzt auch nicht, hier noch einen Mähroboter zu installieren. Ja, also schreibt gerne in die Kommentare, was macht ihr eigentlich in eurem Urlaub mit eurem Rasen? Lasst den rauswachsen. Habt ihr jemanden zum Mähen? Dann natürlich das Thema Bewässerung. Lässt man die Bewässerung an oder nicht? Ich habe jetzt keine feuchtigkeitsgesteuerte Bewässerung. Also wenn es dann regnet, läuft die Bewässerungsanlage trotzdem. Ist auch nicht so toll. 2018 habe ich die Bewässerungsanlage ausgeschaltet und dann kam die Superhitze. Alles vertrocknet. Jetzt ist natürlich hier ein sehr feuchter Sommer. Da könnte man natürlich die Bewässerungsanlage auslassen. Ich weiß es nicht, was ich mache. Sie läuft zweimal die Woche, vielleicht einmal die Woche nur laufen lassen, wäre vielleicht so ein Kompromiss. Einmal ist uns der Schlauch geplatzt, als wir im Urlaub waren. Das war eine echte Katastrophe. Da schoss das Wasser aus dem Wasserhahn raus. Glücklicherweise haben die Nachbarn das gesehen, die waren da. Aber wenn das natürlich passiert und man ist nicht da und dann laufen hier tausende von Liter Wasser weg, ey, das wäre ja auch totale Katastrophe. Also das ist echt ein schwieriges Thema. Ja, lieber Rasenfreaks, falls ihr jetzt auch im Urlaub seid, wünsche ich euch auch einen richtig schönen, erholsamen Urlaub. Ich freue mich auf euch nach unserem Urlaub. Dann geht's wieder los mit Rasen, mit hoffentlich noch weiteren spannenden Themen. Wir werden wieder ein paar hochinteressante Geräte testen, kann ich jetzt schon ankündigen. Und wir werden auch vielleicht mal ein Fairway-Rasenmäher mähen. Und wir werden auch unser Grundstück noch ein bisschen umgestalten. Ich habe da so eine neue Idee, was wir machen könnten, um so ein bisschen schneller hier das Mähen zu gestalten. Ich möchte nämlich in meinem Toro Greensmaster endlich wieder mähen. Da habe ich ein paar Ideen.
Ich muss ganz viel sanden, das habe ich nicht geschafft. Also es gibt bestimmt genug zu erzählen und genug zu filmen für euch. So, lieber Antik, jetzt fängt es hier an zu regnen. Jetzt muss ich schon wieder Schluss machen. Und ich muss aber auch noch mal hier mein Fairway das letzte Mal mähen heute. Das habe ich gestern noch mal gelüftet, weil ich habe tatsächlich jetzt schon wieder einen zu dichten Rasen. Also Wahnsinn, der Rasen ist natürlich, das ist immer so ein Kipppunkt. Ne? Man möchte einen dichten Rasen haben und dann ist er plötzlich zu dicht. Dann wird er puschelig. Ich kann das mal ganz kurz noch mal zeigen, so als ganz kurzen Shot zum Schluss. Hier haben wir so eine Stelle. Es ist der Wahnsinn. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist, ne, der Rasen ist schon so dicht, dass er jetzt anfängt, puschelig zu werden und so zu überlappen. Das ist zu dicht und deswegen habe ich jetzt gestern noch mal schnell gelüftet, damit er wieder ein bisschen mehr Luft kriegt, ein bisschen mehr Licht. Und wenn er nämlich zu dicht wird, dann wird er auch unten ganz schnell braun, dann sterben unten die Gräser ab. Es ist immer so ein, es ist immer so auf der Spitze. Auf der einen Seite möchte man dichten Rasen haben, auf der anderen Seite darf er auch nicht zu dicht werden. Also man muss immer seinen Rasen beobachten, dann die richtigen Maßnahmen starten. Also in diesem Fall muss ich jetzt öfters lüften, um genau an diesem Sweet Spot zu bleiben, an dem perfekten Punkt zu bleiben für die perfekte Rasenfläche. Gut, das war's jetzt für heute. Es fängt immer mehr an zu regnen. Ich werde schon ganz nass. Ich wünsche euch auch einen schönen Urlaub. Falls ihr auch wegfahrt, erholt euch gut und habt viel Spaß. Wir werden jetzt hier eine Pause einlegen und freuen uns natürlich auf euch dann mit den nächsten Videos Ende August irgendwann. Ja, bis dahin sage ich Tschüss und bleibe euer Rasenfreak. Mhm.